früh am Morgen ist Max aufgestanden und in die Schule gegangen. In der Hofpause wird er immer von Tom, Paul und Theo ausgeschlossen und sie sagen, er sei ein Nichtskönner. Nach der Schule geht er nach Hause und hat am Abend immer geweint und wurde krank. Am nächsten Tag wurde er wieder hin und her geschubst. Dann kamen die Eltern, um Max seine vergessene Brotbüchse zu bringen. Sie haben das gesehen und sind ihren Sohn zur Hilfe geeilt. Am nächsten Tag haben die Kinder sich bei Max entschuldigt. Dann haben sie alle zusammen fröhlich gespielt und wurden Freunde.